Okay. Was soll ich jetzt tun? Huch, Chaosleiste. Ach so, Spiel sagt schon. Um die Front nach vorne zu verschieben, brauchst du neue Trupps für deine Armee. Um die Leute dazu zu bewegen, sich dir anzuschließen, musst du Infrastruktur und Fahrzeuge der Schwarzen Hand zerstören. Dadurch entsteht Chaos. Du wirst benachrichtigt, wenn du genug Chaos hast, um Leute für einen Trupp zu rekrutieren. Vielen Dank. Okay, Raghetti machen Chaos. Chaos machen kann Rico am besten. Ist ja Rico Chaos. Hier das schon? Rico, ich bin's, Luis. El Sargento. Hör zu, ich habe ein paar meiner Leute zusammengerufen und wir haben eine Überraschung für dich. Hier, ich schicke dir meine Koordinaten. Wo will der Tank hin? Der geht jetzt stiften. Was ist denn da los? Hier, no, no. Hier ist voller Krieg, Alter. Was ist denn hier los? Ach, guck mal, hier ist ein Kran. Was muckt den Bengel? Was hat denn der für ein Problem? Sie stellen sich gut an gegen die Schwarze Hand. Was? Flugabwehrgeschütz. Wo kann ich denn... Hier? Kann ich denn irgendwo Mission sehen oder so? Angriff auf Ilapa. Ist gesperrt. Regionen, Angriffe bereit. Befreiung und Vanai. Was ist das hier? Das Ilapa-Projekt. Achso, das ist da hinten. Da müssen wir aber erstmal hinkommen. Was haben wir hier? Hinter den Linien. Er habe eine Überraschung. Begib dich zu den Koordinaten. Okay, das ist da irgendwo. Huch. Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ich mache erstmal Dinge kaputt. Wie wäre es denn da? Kann ich damit fahren? Ja, krasses Pferd. Ihr seid richtig dumme Lumme, ne? Tü. Ich will noch ein bisschen Chaos stiften. Wie wär's denn? Haben wir nicht noch irgendwo chaotisches Chaos? Da hinten ist hier. Hier sind Grenzkriege quasi. Und wir nehmen jetzt einfach den ganzen Laden hier ein. Wenn ich jetzt den hier ran mache, ne? Und den dann daran mache. Dann kommt der zu dem. Und dann macht es hoffentlich gleich bumm. Oder auch nicht. Wieso macht? Dann macht bumm. Aber gibt keine Points für uns anscheinend. Oh, gibt doch Points. Da soll ich hin, ja? Wir haben schon persönliche Bestleistungen. Ich lande mal so, ne? Ich bin's nur, alles gut. Easy peasy. Oder sollten wir noch ein bisschen Chaos stiften? Wäre vielleicht gar nicht so blöd, oder? Einfach mal so. Wie war das so, ne? Und zack. Ja. Das werden wir öfters sehen. Ich sag's nur mal. Ich wollte es nur erwähnt haben. Gibt's eigentlich keine Granaten hier? Oder haben wir die nur einfach noch nicht? Macht das Ding auch irgendwas? Außer sich im Kreis drehen? Ich hefte den mal weiter an. Ich glaube aber nicht, ne? Ich glaube, von hier unten bringt der gar nichts, oder? Können wir den so irgendwie? Das hier ist ja ein Kontrollpunkt. Ah, schon besser. Das ist auch Chaos. Wenn ich so tue. Jo. Zack. Neue Trupps. Dann gucken wir nochmal. So. Trupps erhalten. Truppes. Was kann ich jetzt tun? Truppen? Gebiete einnehmen, ne? Das hier haben wir anscheinend schon eingenommen. Was ist das? El Abismo. Unter einer Brücke liegt ein Dorf. Okay. Zwei Fragen. Da gibt es Fragezeichen. Aha.
Hinter den freundlichen. So, ich habe jetzt drei Truppen. Kann ich hier Truppen hinschicken? Hier sind gerade Kämpfe. Ich glaube nicht, ne? Oh, doch, hier, glaube ich. Hier kann ich ein. Verschiebe die Front durch eine benachbarte Region nach vorne. Schaltet frei Windgewehr. Okay. Schaltet frei Angriffsdrohne. Das kostet drei Truppen. SMG. Ein Boot. Aha. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es bringen soll, wenn ich ehrlich sein soll. Front nicht in der Nähe. Okay. Feindliche Region. Schließe Befreiung in Vanai ab. Dann würde ich eher das Windgewehr nehmen, oder? Front nicht in der Nähe. Wie? Hä? Warte nicht. Wie nicht in der Nähe? Front nicht in der Nähe. Wieso kann ich jetzt nicht? Darf ich nicht? Front nicht in der Nähe. Front nicht in der Nähe. Und weil die hier gerade am Kämpfen sind, oder was? Kann ich immer nur einen zur selben Zeit? Okay, na gut, dann mach ich den. So. Wo war, wie, wann, wo, was hier? Ich muss hier. Oh, ich kann hier noch mehr Chaos machen. Schwupp. Wir richten uns erstmal so ein bisschen nach Mission, ne? Ist gerade eh dunkel. E-Start hinter den Linien. Ist ja eh alles Tutorial noch, so ein bisschen. Belade den Truck. Wir verschwinden in 60 Sekunden. Hast du den Überfall geplant? Ja. Das meiste von dem Zeug hier ist schwarze Hand Standardmunition. Aber ich habe noch die hier gefunden. Wir wollten aber nichts riskieren. Wir haben noch mehr davon im Truck. Was ist das? Guter Fund, Sargento. Die könnten nützlich sein. Hat jemand einen Schraubenzieher? Willst du das an deinen Haken machen? Geiler Scheiß. Du musst lernen, mit dem zu arbeiten, was du findest. Und was hast du damit vor? Wie geil, Mann! Okay. Die schwarze Hand kommt, Sargento! Scheiße. Hör zu, ich fahre den Truck. In der Nähe wartet ein Hubschrauber auf uns. Ich passe auf, dass du da heil ankommst. Vielen Dank, Kumpel. Lasst uns abhauen! Kann ich. Ich dachte, er fährt den Truck. Warum sitzen sein Kollege da drin? Komisches Spiel. Das verunsichert mich zusehends. Leute, Sie kommen! Dann mal los! Wo kommen Sie denn? Dann mal los! Ja, dann mal los, klappt gut. Diese Sache mit dem Balance ist ziemlich cool, oder? Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Wo hast du denn gelernt, einen Hinterhalt vorzubereiten? In El Abismo kamst du aus dem Nichts und die schwarze Hand war völlig von der Rolle. Das war super. Was? Was ist das da auf der Straße? Muss ja ein ordentlicher Kampf gewesen sein. Irgendwelche Ideen, Rico? Ja, draufschießen. Oh ja, genau eine. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Und jetzt drücke 3, das Enterhaken-Menü. Ach du Scheiße, hier kannst du deine Enterhaken-Konfigurationen anpassen, okay. Derzeit hast du Konfiguration A ausgerüstet. Ja, das ist nix. Du kannst verschiedene Konfigurationen festlegen, die sich unabhängig voneinander bearbeiten lassen. Okay. Derzeit hast du A. Ja, hast du mir gerade schon gesagt. Danke. Wechsle zu B. Ja, aber B ist doch nichts anderes. Bearbeite die leere Konfiguration. Das ist der Konfigurationsbildschirm. Spalten bestimmen, was du mit den Tasten des Controllers auslöst. Controller. Ja, du meinst mit Tastatur und Maus. Die Automatikspalte aktiviert Mods automatisch, wenn eine Verbindung eingesetzt wird. Okay. Aktionen in den Druck- und Haltenspalten erfolgen nur, wenn du F drückst oder gedrückt hältst.
Füge die Automatikspalte einen Luftheber mit mittlerer Hebekraft hinzu. Der Luftheber wird automatisch eingesetzt, sobald beide Enden der Verbindung platziert wurden. Ah, die wechseln. Okay. Niedrig, mittel. Kehre zur Konfigurationsübersicht zurück. Der Luftheber ist jetzt Teil dieser Konfiguration. Ja, war, ist doch bei A auch schon. Wie unnötig. Nutze den Luftheber, um die Straße freizumachen. Drücke M. Halten. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ach so. Warte. Ja, klappt gut. Jetzt. Moment. Willst du dieses... Super. Siehst du, genau das meine ich. Mhm. Solche Sachen. Mit C und Y kann ich wechseln. Okay, warte mal. Ich habe nur den Luftheber, oder nicht? Also ich kann jetzt Sachen zusammenziehen. Glaubst du, ich wäre ein guter Agent? Mhm. So wie du? Augen auf die Straße, Sargento. Ich glaube nämlich, ich habe das Zeug dazu. Ich wollte immer schon etwas Bedeutsames tun. Es ist kompliziert, Sargento. Gut, gut. Dann später. Mhm. Scheiße. Schon wieder? Ich mach den Weg frei. Probier diese Ballondinger auch mal mit den Mistkerlen der schwarzen Hand aus. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Benutz nochmal diese Ballondinger, bevor noch mehr auftauchen. Ja, irgendwas ist da los. Darf ich jetzt erstmal Waffen wechseln hier? Ich nehme mal wieder den. Ich nehme mal wieder den Raketenwerfer, ne? Ich kann mich hier oben kaum. Was ist denn das hier? Jetzt brauche ich schon zwei davon oder was? Hau ab jetzt, Junge, du Bus. Wie dem auch sei, ich habe im Leben gelernt zu improvisieren. Enrico, der Profi, zwei Kopfschüsse. Wenn man im Slum aufwächst, die Mutter ist tot, der Vater längst verschwunden. Da kennt man so manches. Das hier funktioniert für mich, Sargento. Findest du das, was für dich funktioniert? Okay. Ich hab gleich keine Muni mehr. Fürs Erste reicht es, wenn du uns zum Abholungspunkt bringst. Abholung? Oh, scheiße. Ich muss die Jungs rufen. Kriegst du das hin, Rico? Gut. Tukan? Tukan, hier Lama. Abholung an Station Bravo. An Station Bravo, das haben wir doch geklärt. Kein weiterer Kontakt. Guck mal hier, er mit seinem Moped, ey. Okay, wir warten dann. Ende. Ich hab schon erwähnt, dass ich gleich keine Munition mehr habe. Bestätigt. Eindringlinge auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Es läuft ganz gut. Bei der ersten Mission ist es doch klar, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt. Alter. Konzentrier dich aufs Fahren, Sargento. Sie sind immer noch hinter uns her. Ja. Im Visier! Huh. Jetzt hat er die Waffe automatisch gewechselt. Was macht der da? Ich kann nicht auf den schießen jetzt, ne? Schau dir das nur alles an. Das ist doch verrückt, oder? Ja, klappt ja gut. Bin an ihm dran. Ich
los. Die Karren wollen einfach nicht. Wenn du die Kinderkrankheiten noch abstellst, könntest du ein echter Operationschef abheben, für die Armee, ne? werden. Aber ich will, naja, ab in die Scheiße. So wie du. Weißt du was? Wir stecken gerade mitten in der Scheiße. Ja, volles Met. Ja, das stimmt wohl. Das war's dann. Out of Muni. Kannst du mal kurz warten? Entsichert und geladen. Na, hörst du das? Ich glaube, der Laster hat ein paar Probleme. Ja, er wird viel beschossen. Ja, nett, dass du nicht wartest. Oh Gott, ey. Wir sind da, aber der Transporter ist noch nicht hier. Naja, ich... Das ist schön, dass ihr da seid. Ich bin nicht da. Wir müssen sie aufhalten, bis der Hubschrauber da ist. Durchladen und entsichern, Leute. Die Schwarze Hand will ihre Vorräte zurückhaben. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen an die Bombe. Lade nach. Friendly Fire ist auch an, anscheinend. Wunderbar. Was zur Hölle? Steh unter Feuer! Ihr macht das super, Leute. Lasst sie nicht durch. Entdeckung, ja. Granate! Hallo! Alter, ich sehe hier gar nicht mehr durch. Lade nach! Der Heli ist fast da. Kommst du jetzt alleine klar? Ja, sicher. Und Rico, ich habe dich gehört. Ich werde hinter den Linien arbeiten, damit die Armee sicher und gut versorgt ist. Danke für den Rat. In einer Armee hält man zusammen. Ja. Meinst du, ich könnte dich dazu überreden, bei der Ausbildung der Rekruten zu helfen? Wenn sie dich zu sehen bekommen, stärkt das sicher die Moral. Wer schießt hier noch? Bis dann, Sargento. Das war's, glaube ich. Hilf Sargento bei der Ausbildung der Armee. Suche auf der Karte nach Ausbildungs- und Gegenspionageoperationen. Hilfst du Sargento und der Armee des Chaos, erhältst du Modpunkte, mit denen du Luftheber-Mods für den Endhaken freischalten kannst. Aber nur Luftheber-Mods. Gut, wir haben zum Glück noch keine. Hier ist das Defender. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Erbitte Befehle. Da gibt's Waffenkisten. Hier Zentrale, Feind ist noch aktiv. Haltet die Augen offen. Unsere